Das ist wie mit diesem Sklaven, dem man die Botschaft für den König auf den Hinterkopf tätowiert hatte, ohne dessen Wissen, damit er nicht auf den Gedanken käme, sich im Spiegel anzusehen. Was also, wenn man erkennt, dass man dieser Hohlring, dieser Torus ist, dass man als dieses Hohlkörperorgan die Botschaft selbst ist, nicht nur der Überbringer der Botschaft, wobei die nicht reproduktionsfähigen auch noch das Problem haben, nicht selbst wieder Bagels abzweigen zu können. Dass also dieses ganze Ersetzungsprogramm nur auf das Ergebnis dieser neuen Texturen, dieser neuen Häute, dieser neuen Formen, dieser noch aberwitzigeren Blend-Mimikry-Strukturen noch fantastischere Funktionsanpassungen an ein immer gleich unmögliches Überleben. Die Oberfläche, die Haut, die Außenform, die gleich die Funktionsform ist, mit der speziellen Apparatur der Inneneinnist fähigen, die den Ausbrütungsvorgang in die Innenhöhle, in den Innenhohlraum noch dazu eingestülpt haben. Punkt, Punkt, Punkt. Vögeln, Vögel überall, sie sammeln hier sich, bis sie sich dann zu einem Schwarm formieren. Und wo ziehen sie dann hin? Ein bisschen weiter in den Süden vielleicht.